Hi an alle, heute möchte ich mit euch kurz LinkedIn durchgehen und zwar speziell den Sales Navigator. Dazu mache ich das Video und ich teile euch jetzt meinen Bildschirm. So, ihr seht hier schon mal, ich bin jetzt hier auf der Startseite des Sales Navigator. LinkedIn ist für B2B-Akquise, also im Geschäftskundenbereich. Ja? Ihr könnt euer Angebot jederzeit so umformulieren, dass es eben ein spezielles Geschäftskundenangebot ist. Ich denke, das ist nur Formulierungssache in den meisten Fällen. Ja? Und deswegen geniales Ding hier speziell, auch im Coaching-Bereich. Also das ist eine der Sachen, die halt hier im Gesundheits-Sportbereich, Psychologiebereich etc. einfach total super ist. Jede B2C, also Customer-Dienstleistung, Endkundendienstleistung, ist auch gleichzeitig eine B2B-Dienstleistung. Ich habe da jetzt viele verschiedene Modelle probiert und dachte mir, vielleicht stimmt es nicht ganz, aber doch, jede Dienstleistung kann eben speziell für Geschäftskunden ausgelegt werden. Reine Formulierungssache. Deswegen LinkedIn ein ganz, ganz, ganz mächtiges Tool. Sales Navigator, eigentlich unverzichtbar. Ja, also meiner Meinung nach das stärkste Akquise-Tool, das sich uns zurzeit zur Verfügung stellt. Eben auch, weil du außer diesem monatlichen Beitrag für den Sales Navigator keine Ads oder sowas brauchst. Also total, total stark. So, ich bin hier auf der Startseite des Sales Navigator und hier seht ihr habt die Startseite, hier seht ihr, was gerade passiert ist. Also LinkedIn und der Sales Navigator sind zwei unterschiedliche Sachen. Da müsst ihr euch auch drauf einstellen. Nachrichten, die ihr bei LinkedIn schreibt, sind nicht automatisch im Sales Navigator mit drin. Und manchmal ist mir jetzt schon passiert, habe ich Leute über den Sales Navigator anschreiben lassen und habe dann eine Nachricht nur über LinkedIn bekommen. Und da ist es dann sinnvoll, in LinkedIn auf das Profil zu gehen, sagen, in Sales Navigator öffnen und die Antwort trotzdem da zu schreiben, einfach, dass man das alles dann im Sales Navigator langfristig drin hat. Der große, große Vorteil des Sales Navigator sind meiner Meinung nach die ewig großen Lead-Listen, die du dir einfach abspeichern kannst. Jetzt schauen wir mal hier rein. Ich suche ja jetzt im Moment Leute für dieses Coaching-Zeug, ja. Und hier sind jetzt Leute drin, die in der Fitnessbranche arbeiten. Das sind über 180.000 in der Dachregion. Heißt, ich kann die alle einfach hier anschreiben. Ihr seht schon hier, Liste gespeichert, ja. Und man kann hier auch sehr schön rausfiltern, wen ihr schon angeschrieben oder angesehen habt. Dann habt ihr immer nur Leute drin, die ihr noch nicht angeschrieben habt, was natürlich total geil ist, ja. Und hier beispielsweise, die kenne ich jetzt schon irgendwo anders her, weiß gar nicht warum. Und ihr könnt jetzt hier sagen, okay, ich möchte den jetzt hier anschreiben. Jetzt hier auf Vernetzen, mache dann hier meine Q1-Nachricht, sende dem die Einladung und kann den gleich noch in meinen Listen speichern. Die Listen zeige ich euch gleich noch. So habt ihr immer einen Überblick darüber, wem ihr geschrieben habt und wann es war. Ja, also total krass. Also für mich ist es total krass. Jeder ist immer auf der Suche nach Leads. Ich habe hier einfach 170.000 einfach abgespeichert. Ja, muss sie nur noch anschreiben. Das ist eine Leadquelle, die musst du nur anzapfen und das auch für deinen Bereich. Also ist total unterschätzt, LinkedIn. Ganz, ganz stark. Wie würde ich das jetzt machen mit dem Sales Navigator? Ihr seid hier, geht ja erstmal hierher und sucht euch eure Zielgruppe raus. Ja, jetzt mache ich mal alles hier raus. Jetzt schauen wir mal. Okay, ihr habt hier, ich mache das jetzt nicht hier. So, zack, zack, ich gehe nochmal auf Start. Und dann könnt ihr hier alle Filter suchen. Okay, so, dann kann man ja sagen, okay, ihr nehmt hier Deutschland als Region, ihr habt ja schon über 10 Millionen Ergebnisse. Okay, dann sollten es vielleicht nur die Inhaber sein. Also da halt auch immer natürlich dann die verwandten Begriffe mitnutzen, ja. Und jetzt habt ihr hier schon mal alle Gründer, selbstständige Unternehmer in Deutschland, die hier angemeldet sind. Das ist jetzt mal ein ganz, ganz einfaches Filterding. Ihr könnt hier noch mehrere Sachen filtern. Jahre in aktueller Position vielleicht.
dann noch 3 bis 5 Jahre, seht ihr hier, oh, da geht schon einiges wieder auseinander. Ah, 1 bis 2 Jahre, 3 bis 5, 10. So, okay. Und dann haben wir jetzt hier 240.000 Leute, die kannst du jetzt suchen. Kannst diese Suche hier speichern. Ja. Und kannst dich hier wöchentlich, täglich aktualisieren lassen. Okay. Zack. Und jetzt hast du hier gespeicherte Suchen. Alle, die du jetzt gerade gefunden hast. Und kannst jetzt wirklich dich da hinsetzen und einfach erstmal anschreiben. Hier, zack, vernetzen. Q1 Nachricht rein, speichern. In eine Liste. Also ich habe hier immer Kontaktiertlisten, das sind die für die Q1 Nachrichten. Und sobald derjenige dann reagiert hat, kriegt er die Q2 Nachricht. Die kommt dann halt in die Quali-Listen rein. Ihr müsst bloß aufpassen, ganz wichtig, viele Leute nehmen das an und antworten aber nicht, dann habt ihr das automatisch nicht auf dem Schirm. Deswegen müsst ihr dann immer mal wieder auch diese Kontaktiert-Nachlisten abarbeiten. Ich bin da jetzt gerade ein bisschen hinterher, einfach weil ich das Ganze so automatisiert habe und vergessen habe, dass ich das auch machen muss. Aber das habe ich noch keinem beigebracht, deswegen ist es jetzt liegen geblieben. Beispiel kontaktiert, wo ist die erste Kontaktiert-Liste? Hier kontaktiert, da sind 1000 Leute drin. Ja, und die Ältesten muss man dann halt manuell anschreiben. Okay, aber das ist dann nochmal was anderes. Follow-up mache ich dann nochmal was anders. Ihr solltet hier auf jeden Fall eure Listen anlegen. Liste Nummer 1 ist kontaktiert. Da kommen alle rein, denen du eine Vernetzungsanfrage geschickt hast und diese erste Nachricht, die du mit der Vernetzungsanfrage rausschickst. Dann solltest du eine Liste Quali haben. Ja, da schickst du dann die Q2-Nachricht raus. Hey, ich habe gehört, gesehen, du bist auch in der Branche. Mein Angebot könnte grundsätzlich für dich relevant sein. Bla bla bla. Ja, der kommt dann, ob er antwortet oder nicht, gleich in die Q2, also in diese Quali-Liste. Und so hast du schon aufgesplittet. Wen hast du kontaktiert? Wem hast du schon die zweite Nachricht geschrieben? Dann habe ich die Liste Erwägung. Wenn die sagen, hey, total cool, ja, muss ich mir unbedingt anhören, dann kommen die in die Liste, wo sie die Erwägung haben. Und dann gibt es noch eine Liste für die Beratungsgespräche. Letztendlich unverzichtbares Tool, dieses LinkedIn. Investiert diesen 100 in den Sales Navigator, den habt ihr sofort wieder drin. Ja? Also viel von dem, was ich hier an Garantien gebe über so und so viele Interessenten in der ersten Zeit, garantiert, ja, das ist aufgrund LinkedIn. Ja? Also dürft ihr euch gar nichts anderes erzählen lassen. Ja? Nur dank LinkedIn kann ich solche Garantien geben, weil rein statistisch immer irgendeiner interessiert an dem Angebot ist, wenn es zur Zielgruppe passt und etc. Also diese ganzen Basics, wenn die erfüllt sind, dann gibt es statistisch immer die Leute, auch wenn das Quali-Skript nicht so gut ist oder diese Nachricht nicht so gut ist, sagt, hey, das möchte ich unbedingt hören. Ja? Und diese Chance darfst du dir nicht entgehen lassen. Ja? Normale LinkedIn-Suche, ja, kann man schon mal machen, um eben ein Gefühl für LinkedIn zu bekommen. Da limitiert aber LinkedIn sehr schnell, wie viele Anfragen du rausschicken darfst. Und dann sagt LinkedIn, hey, die Woche leider nicht mehr. Ja, und bei mir ist es jetzt tatsächlich so, LinkedIn hat hier viel aktualisiert in der letzten Zeit. Ich konnte, was ich nicht gedacht habe, anhand meines Mentorings, das ich abgeschlossen hatte, ich habe diese LinkedIn-Geschichte jemandem gegeben. Und derjenige hat einfach mal probiert, 200 Kaltkontakte am Stück durchzuhauen. Ja? Und es hat jetzt ewig lang funktioniert, also wirklich ewig, ewig lang. Und jetzt ist es so, dass da LinkedIn sagt, hey, okay, jetzt kommst du gleich an diesen Punkt, wo du dann zu viele Nachrichten geschrieben hast, bitte unterlass es. Und dann musst du eine Stunde warten und dann kannst du wieder welche schreiben. Also ich würde sagen, schreib 50, mach eine Stunde Pause oder schreib 4 mal 50 Nachrichten am Tag mit 200. Bist du super, super gut aufgestellt mit dem Sales Navigator? Ist es auch organisatorisch gar kein Problem. 100 ist Minimum, 100 Kaltkontakte am Tag ist Minimum, um durch Kaltakquise so rein statistischen Erfolg zu erzielen. Und du musst dir diese Chance offen halten. Nutze diese Chance auf jeden Fall. Und ansonsten kann ich dir auch nicht helfen. Das ist das mächtigste Tool, das wir haben. So, nochmal ganz kurz zurück zum Sales Navigator. So, jetzt habe ich erstmal die Kinder rumgemacht. Meine Kleine hat die Nachbarsjungs da. Verpisst euch aus dem Gang, alle die Klappe. Nee, Schmarrn. Gut. Super. Und hier könnt ihr dann eben in diesen gespeicherten Suchen auch immer mal wieder, in diesen Listen, die ihr angelegt habt, immer mal wieder schauen, hey,
was ist jetzt hier los? Allein das, was ich gesagt habe, geht auf eure gespeicherten Suchen dann immer, ja, zack, zack. Geht dann hier drauf, filtert die früheren Aktivitäten raus, so seid ihr alle schon mal los, die ihr schon mal angeschrieben habt, deren Profile ihr besucht habt, bla 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 bla, ja. Manchmal rutscht auch einer durch, das passiert bei mir zumindest, keine Ahnung warum. Und dann könnt ihr immer jeden Tag Leute bam, bam, bam anschreiben, ja. Skripte dazu gibt es, in der Facebook-Gruppe gibt es aber auch hier. Und was soll ich dir sagen, ja. That's it. Das genialste Akquise-Tool der Welt. Nutze es, wenn du noch nicht angefangen hast. Fang heute damit an. Der Sales Navigator hat eine kostenfreie Probezeit, glaube ich. Die solltest du unbedingt nutzen. Und jeder sagt immer, ich suche Leads, ich suche Leads, ich suche Leads. Nachdem du da bist, suchst du nie wieder Leads. Ja, das ist doch, besser geht's doch nicht, oder? Magic, Magic Tool. Super. Ich bin sehr dankbar, dass es das gibt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Umsetzen. Werde jetzt da auch dann nochmal so ein bisschen in die Tiefe reingehen. Speziell, was ja, Follow-up dann auch bedeutet, was eine DMC-Strategie ist, etc. etc. Okay? That's it. Bye-bye.